Ja, lass es erstmal labern. Ja. Mit ihrem gewohnten Heimfarben, ja, wir werden erstmal Konzentration reinhauen. Weil es wird schwer. Wir müssen uns heute auf die Offensive konzentrieren. Es gibt aber erstmal 11 Meter, oder was? Es gibt 11 Meter und Gelb für Jonas Hofmann. Kandreva wird von Hofmann gefoult. Oh mein Gott. Und wer schießt den? 11 Meter in Mailand. Radu zeigt grinsend in die obere Ecke. Langer Anlauf. Sicher mit dem Spann in die linke Ecke des Tores verwandelt. Yes! Radu! Ja, Mann! 1-0. 2. Elfmeter. Den er schon verwandelt. Jo, jetzt gelbe Karte für Ranchoa. Muss ein Fehler von Mauricardi ausbilden und handelt sich durch ein Foul an Klose die gelbe Karte ein. Wir können heute verhindern, dass Icardi kein Tor schießt, damit, wenn Klose 2 Tore schießt, dass er der Erste ist, der Torjäger, wisst ihr. Aber Inter Mailand mit einer Möglichkeit. Philippe Melo spielt nach rechts zu Santon, der aus 16 Meter halb links probiert. Dabei fehlt das Tor aber deutlich. So, die erste Möglichkeit für Inter Mailand. Ich sag mal ruhig, kommt runter. Wir führen 1-0, das ist sehr wichtig. Und das andere ergibt sich alles. So, Klose setzt sich 16 Meter gut gegen Miranda durch und legt dann zurück an die Randstürme Philippe Anderson. Dieser ist aber einen kleinen Tick zu spät dran, sodass Handanovic den Ball aufnehmen kann. Weiter so, Jungs. Da sieht es überhaupt nicht gut aus bei Inter Mailand. Stefan Jovetovic probiert es aus 25 Meter mit einem ungenauen Schuss, hat Guido aber keinerlei Probleme. Jo, wir spielen es runter. Wir müssen kein Tor mit ihm. Wir führen 1-0. Auch mit der Verteidigung könnte es runterspielen. Mauricio eine 1,5. Ich glaub's ja nicht. Kannst du loben, den Spast. Den Spast sage ich auch noch. So, dann motivieren wir mal. Ne, wir loben. Wir loben Lomani. So, die Frische ist auch wieder okay. Verlieren werden wir das nicht mehr, hoffe ich mal. Oh mein Gott. Ja, Mauricio eine 1,5. Ich glaube es ja gar nicht, Guido. Nur eine 3,5. Aber es kommen auch keine Möglichkeiten von Inter Mailand nach vorne. So, Walter Mazzarazzi wird sich eine solche Leistung seiner Spieler sicher nicht noch einmal 45 Minuten ansehen. Man kann sich vorstellen, dass es bei Inter Mailand in der Pause durchaus etwas lauter gewesen ist. Anderson flankt von rechts hoch in den Strafraum. Klose ist eher bei als Philippe Melo, der anschließend eigentlich von Beinen holt. Schiedsrichter Giuseppe Castelli hat aber kein Foul gesehen und lässt weiterspielen. Das gibt's doch nicht. Erst für eine Zeit pfeifen und jetzt nicht weiter so, Jungs. Vielleicht die nächste Möglichkeit. Nee. Inter Mailand jetzt. Inter Mailand. Oh mein Gott. Die haben eine Möglichkeit und machen rein oder was? Juventus hat sich davon schon erhält. Eine Schussstrafe von Ivan Perisic. Ja, Icardi staubt oder schießt zum 1-1 ein. Ja, schön, Jungs. Habt ihr da mal alle geschlafen? Geht drauf, lasst ihr jetzt den Fußball spielen. Melo schickt einen Langpass Ivan Perisic auf die Reise. Dynamische Quade flankt von links auf Icardi, doch Mauricio kann den Pass zur Ecke abquetschen. Gut, geht doch, Junge. Jonas Hofmann jetzt mit der Ecke. Bovetic versucht sich dagegen, Mauricio mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Und es gibt folgerichtig Freistoß für Lazio. Ja, das ist wohl die Zeit für Alexandro Matri. Und ja, bis jetzt will ich ja nichts anderes einwechseln. So, Solo von Kadeva durch die Abwehr von Inter Mailand. Miranda kann zunächst klären, doch dabei kommt wieder zurück zu Kadeva, der nicht lange fragt zum 2-1. Yes! Antonio Kadeva!
Kein gutes Spiel von unserer Mannschaft. Trotzdem gehen wir wieder in Führung. Gutes Ding hier von Antonio Candreva. Klose raus. Trifft heute nicht. Madri ein. Die Möglichkeit. Guter Angriff von Lars. Aber Candreva ist da viel zu unkonzentriert. Und sein Schwachschuss geht klar am Tor vorbei. Ich wechsle nochmal Konko ein für Basta, der nicht so ein starkes Spiel hat. 3,5 bloß. Jetzt müssen wir das irgendwie noch über die Zeit schaukeln. Wir haben noch 20 Minuten. Puh. Das wird ein Spiel. Ich krieg noch mal Luit springen, ich weiß nicht. Keita wieder nicht so ein gutes Spiel. Nur eine 3,5, aber die ganze Offensive war nicht so stark. Vielleicht kommt ja noch mal was von Luit. So. Geht noch mal drauf. Muss er gleich wieder decken. Lajic. Lajic. Das ist ein komischer Name. Montoya kommt jetzt rein. Oh. Vielleicht durch die Mitte. Jetzt gelbe Karte auch für Martin Montoya. Nach einem geklärten Einwurf wollen Lazio um einen schnellen Konter ansetzen, aber Martin Montoya unterbindet diesen schon im Mittelfeld. Die gelbe Karte ist der gleiche Lohn. Eine Minute oder so auf dem Platz und gleich die gelbe Karte. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Freistoß von Geografie. Gondogba versucht es direkt und scheitert an die Mauer. Nee, das gibt's doch nicht. Das ist nicht euer Ernst. Ey, könnt doch. Es ist doch jetzt hier nicht der Ernst. Willst du mir eigentlich verarschen, du Fuck Game? Ist das dein Ernst, dass du jetzt jedes Spiel von uns irgendjemand verletzt wird? Ist doch. Oh, Candreva 70, okay. Warte mal. Nee, nee. Also hast du wieder auf rechts. Ja, ich habe gesehen, dass der verletzt ist. Spaß. Ja. Mann, ey. Taktik ändern. Wir gehen jetzt auf Kontern. Wir erhöhen das Pressing. Spielen jetzt lange Bälle. Vorsicht. Aus dem Halbfeld. Und hoch, einfach hoch auf Martin. Der macht das schon. Wir haben eine Möglichkeit. Freistoß von Filipe Anderson. Wir werden natürlich jetzt auch das Zeitspiel mit reinnehmen. Andauisch lässt den Freistoß von Filipe nach vorne abprallen, angelt sich dann aber den unplatzierten Nachschuss von Stefan Radu. Das hätte das wäre es gewesen, ne? Doppelpack von Radu. Jetzt kommt Inter Mailand. Weiter einmal von Ivan Persi auf der linken Seite in den Strafraum. Oh nö, das ist das Tor. Ist einen Schritt schneller als Santiago Genetti. Der Ball von Infos oder. Ja, komm, fick der Stolzki. Naja, was soll ich dazu sagen? Ich find's einfach nur scheiße, dass sie nicht mal unsere Spieler verletzt werden. Nee, in den letzten drei Partien drei Verletzte. Fasst euch doch mal bitte am Kopf. Fasst euch doch mal bitte am Kopf. Das kann doch nicht sein. Die ganze Mannschaft wird verletzt. De Frey, der Affe, der Affe. Das ist doch scheiße. Tor da nicht, Tor. Jetzt dreht Mailand das Spiel. Oh weia, oh weia. Wenn ich das schon lese, ist das Scheißspiel. Überschlagen sich. Eigentlich war der Kopfball von mir bereits hinter der Torlinie. Lino doch noch unter Kontrolle gebracht. Sein Assistent. Mann! Warum denn jetzt auf einmal dieser ganze Pech? Warum? Das ist doch Bullshit. Die ganze Zeit nichts, gar nichts. Und jetzt hier, hier kriegst du Verletzten, da kriegst du Verletzten. Ah, Bullshit für mich. Einfach nur unlogisch. Jetzt kann die Dinger. Ich kann drin Deva auch wieder als Zehner spielen. Wenn man nie kann, darf nicht besser so. Voller Angriff. Ja, es regt halt nur auf.
Vujovic, Jovetic wird steil geschickt, Maurizio klärt per Grätsche in letzter Sekunde zur Ecke. Maurizio, richtig gutes Spiel. Und hier sind wir jetzt nicht mehr Tabellenführer, nee, rum. Gewinnt auch nicht. Und Guido darf nochmal eine Parade. Ja, Rom hat alle möglichen Wechsel durchgeführt, aber Inter Mailand macht weiter Druck. Ja, ja, ist auch schwer mit Mann weniger. Voller Angriff, habe ich auch vor 10 Minuten schon gesagt. Oh, wir haben auch eine Möglichkeit. Mit Klug gelangt das Leder in den Lauf von Kandreva, der den mal über 30 Meter nach vorne trägt und dann auf Marti passt. Der wird dann abgefälscht von David Santon. Ja, und es gibt nochmal Eckball. Naja, der bringt's jetzt. Felipe Anderson, ja, der spielt ja generell heute scheiße. Hamdauers fängt die. Ey, das gibt's doch nicht. Junge, streng dich doch dann an. Und Inter Mailand schießt nochmal das nächste. Nee, Eckball. Wir haben die einen Eckball. Und die kriegen den Eckball. Schön nochmal geklärt. Der Flugkopfball. Okay. Von Santiago. Ja, wir verlieren gegen Inter Mailand. Das gibt's nicht. Ich könnte ausrasten, weil ich es nicht verstehe. Wie man denn da verlieren muss. Und weil die alle auch Kongo, der muss sich natürlich dann auch noch verletzen. Ey, ist denn das für ein Spaß? Den gibst du eine Chance. So eine Art. Gibt's den eine Chance, sagt sie, ah, ich habe mir Oberschenkelzerrung. Ich möchte nicht mehr weiterspielen. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. So eine Art hat sich das angefühlt. Spaß. Nee, kein Bock. Im Bock drauf. Mal weiter. Im Bock drauf. Nee, ich krieg halt wegen den Scheiß Verletzten. Versteh ich nicht. Jetzt eine Mannschaft. Alles ist verletzt. Warum? Weil wir es können. Mal 400.000 hier kommen. Schön. Und nur ein Tag ist er wieder fit. Nun Spieler entdeckt. Ist der da noch was? Ja. Nimm ich nochmal so, oder? Ja, ich komme mal wieder runter. Ansprache, Fehlschlagen, Weihnachtsfeier. Jo. Angebot akzeptiert. Bricht an, ja. Scouting abgeschlossen. Boschetti ist wieder fit. Jugendspieler kommt zu ihm. Metz Hansen. Oh mein Gott. Das ist einer für die Zukunft. Und da könnt ihr gerne einen Kommentar lassen. Den könnt ihr dann gerne haben. Meine Güte. Wenn es für den noch einen Mentor gibt, dann fress ich einen Besen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir gehen mal in die Mannschaft rein. Ja. Boschetti ist wenigstens wieder fit. So, er möchte jetzt eigentlich weg. Dann soll er auch gehen. Ich kann den nicht mehr. Macht nur Unruhe. 200.000, egal irgendwo hin. Nein, da möchte auch keiner haben. Spieler beauftragen, ja. Ja. Santiago Genetti, ja. Ihn möchte ich mal gerne ausleihen. Aber will ja keiner. Den haben wir nur zu verkaufen. Dann gucken wir, was passiert. Jugendmannschaft, Trainingsziel. Unser Torwart hier. Guido. Mensch, Jungs. Kandreva, du drin ist sensationell. Klose natürlich, dann Basta. Frei. Mann. Na du, der sich jetzt am Ende nochmal richtig reingehauen hat. Drojdovic. Mauri. Fabian Lemoni, der jetzt wieder die Moral wieder so scheiße hat, das geht mir am meisten bei ihm auf den Sack.
Maurice, ich wünsche dir in Zukunft alles Gute. Er kriegt da, geht er wenigstens mit einer ordentlichen Moral und so ein Kack. Also, dass ich wenigstens da auch durchsetzen kann. So, so lieb bin ich dann. Ja, so. So ein Herz habe ich dann für Tiere. Ach, Tiere hat er gesagt. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, Vertrag unterzeichnen. Macht das mal unter euch aus. Trainingsziel erreicht. Neuer Jugendspieler, oh mein Gott. Wusste ich doch, dass der Scheiß ist. Jugendspieler erreicht Trainingsziel. Ja, Scouting abgeschlossen. Schön, Kiesner ist wieder fit. Du jetzt eigentlich auch eine gute Note, eine 13er Form. War ja auch nicht schlecht, das Spiel von ihm. So, Kalender wollte ich mal gucken. Danach geht's ja schon wieder weiter. Ist dann jetzt nicht nur ein, ist ja nur das Freundschaftsspiel und dann geht's ja schon wieder los. Einigen auf 2 Millionen, ja. Middlebrooch kann auch gerne Middlebrooch. Oh, Nachrichten. Lukas Begila ist auch wieder fit, schön. Schön, schön. Ich erinnere gerne letzte Woche gehabt, die Jungs. Fit. Kandreva, der auch immer besser reinkommt jetzt. So, spielen wir das mal, machen wir das mal schnell durch hier. Ach man ey. Da haben einige gute Noten. Und einige überhaupt keine Noten. Das ist ja jetzt. Dann 1-0-5 auch nur gegen die Jugend. Ne, Martin kommt nicht rein. Marco Parolo kommt hier für Lomanini. Boschetti für Konko. Na, du darfst denn mal. So. Mann, jetzt habe ich mir vorstellen, jetzt wartet mal. So, bin wieder da. Hallo, ist mein Haus da. Geht doch eigentlich mal noch. Lebst du an die Maui? Ja, weg, bloß weg mit dem. Wechsel zu Fulham. Wechsel zu Birmingham City, schön. Zwei Leute sind nochmal weg, haben wir nochmal ein bisschen Knete gekriegt, schön. Die sind dann jetzt weg. Normal bitte. Unsichere Zukunft, ja natürlich, Radu. Gute Leistung. Klose, gute Leistung, 76 WTF, Konku, ja, Philippe Anna und so, ne doch nicht, gute Leistung, De Frey, komm, Matri, komm, ja, ach komm, leck mir noch mal Arsch, Lemonie, komm, geht doch, ja, ach die anderen, Ricardo Kiesner und den, wird einfach übersehen, das hasse ich einfach, dieses Game. Ja, wir gucken mal, haben wir noch eine andere Note? Nee. Dann kriegst du einfach die 35. Scouting abgeschlossen, auslaufende Verträge, ja. Da müssen wir so nochmal rein. Mauri wollte so oder so nicht verletzen. Doch, der wollte auch so. Wir müssen auf jeden Fall immer machen, mal gucken, ob er dann ja oder nein sagt. Mal sehen, was der Argentiner, der Uruguayer kann hier, der Martin Zares. Also von den Fähigkeiten ist er sehr stark. What the fuck? So, der kommt natürlich erstmal rein. So leid, so kann man es mal, so macht man Zeit, ne?
So, Guido. Ja, eine 9er Form. Ist die Mannschaft wieder ein bisschen kleiner geworden, aber ist kein Ding. Wir gehen erstmal weiter, komm. Bist du FC Capri, da müssten wir eigentlich unseren nächsten Sieg feiern. Müssen. Das ist der 17. Da müssen wir gewinnen. Keine Frage. So, Fanartikel, okay. Trainingsziel erreicht, Trainingsziel und Trainingsziel und Camacho ist auf Transferliste, okay. So, aufnehmen. Entwickeln. Trikotverkäufe, ja, Anderson, dann Kandreva, De Frey, Vigila, Radu, Klose, Keita, Pochetti, Kiesner, Drojdovic. Ja. Martin Sizes. Sarsis, ne, natürlich. Jesus. Unser Endverteidiger. Martin. Martin gefällt mir besser, kann man sich einfach merken. Ja. Der Mann aus Uruguay, ne? Ist der Uruguay, ne? Ja. 28 noch jung. Aber er soll erstmal nur für den Monat hier aushelfen. Dann ist eigentlich der freigesetzt und er kann dann als guter Ersatz Endverteidiger dann immer mitspielen. Ist also kein Ding. Ne. Da haben wir ja einige gute. So, dann gehen wir erstmal in die Mannschaftsbesprechung, ne? Lukas Begia, du hast dich in der Saison sehr stark verbessert. Das sehe ich genauso. Okay. Anderson, du hast gut trainiert. Basta, gib im Training alles. Kandreva, alles. Du musst cleverer vom Tor werden. Klose, du trainierst sensationell. Na du hast dich stark verbessert. Ja. Kiesner, du hast gut trainiert. Wo ist Matri? Da oben ist er. Du trainierst sensationell. Liegt auch 3 Monate, ein bisschen riskant, aber hier, herzlich willkommen. Und einer, der auch noch Italienisch kann, ne? Hab ich gar nicht drauf geachtet, ne? Hat am Ende auch eine 75 und keine 74 oder so, ne? Ist doch auch gut. Moral eine 9er, Form eine 9. Also wenn er mal eine gute Form hat, kann er sich auch noch gleich reinspielen. Mit einer 77 oder so, also ist kein schlechter, den wir da ausgeliehen haben von Juventus Turin. Wenn sie damit keinen Fehler gemacht haben für diesen Monat. Vielleicht hätte es auch ohne ihn sehr schwer ausgesehen mit Santiago. Der Kalender ist gegen Florenz, FC Bologna, oh mein Gott, Inter Mailand, oh mein Gott, Chivo Verona und eben diese Calcio. Da sind schon einige Bringer da, aber werden es schon packen. Also sehen wir uns gegen FC Capri. Haut rein, bis dann und ciao.